Hallihallo und herzlich willkommen zurück bei Dishonored. Ich bin der Baume und in der letzten Folge haben wir den Weg zur Kanalisation gefunden, in der ein Weimar steckt. Armer Kerl, hat hier Havoc gesagt, dass es ein armer Kerl sein soll. Ich weiß nicht, wir gucken uns den mal an und dann werden wir selber urteilen, ob es sich hierbei um arme Kerle handelt. Weiner. Weiner klingt nicht mehr sehr menschlich. Ich glaube, da können wir mal unsere Pistole verwenden, ne? Die benutze ich so selten. Können wir ein paar Weiner wegballern. Hallo? Ist hier jemand, der sich Weiner nennt? Ich höre was. Schleichen ist nicht verkehrt. Jetzt hätte ich doch schon gerne einen Zoom von Zeit zu Zeit. Ich paddel mal darüber, in der Hoffnung, dass mich nichts an die Füße knabbert. Irgendwas höre ich doch hier schreien. Hier ist ein Loch. Da sind ja Fische. Oh, guck mal, Fischis. Hallo, Fischis. Geht's euch gut, Fischis? Kurbelrad drehen? Damit machen wir doch bestimmt das Tor auf. Toll, na ganz toll. Dann kommen ja noch mehr Weiner rein. Kann ich es nicht wieder runterlassen? Verdammt, wieso habe ich das jetzt gemacht? Ich soll doch aber hier unten gucken. Naja, wer weiß. War eh ein Loch drin. Muss meine Pistole hin. So, na bitte. Ich glaube, war das nicht die Tür, durch die wir geguckt hatten? In der letzten Folge? Ja, genau. Okay, gut. Und da habe ich sie doch schon gehört, die Weiner. Ihr seid also die bösen, bösen Weiner. Ihr seht gar nicht so gefährlich aus. Oh, oh, wow, 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 ist gut, ist gut, ist gut. Das ist ja gemein. Nee, da schlage ich dir doch lieber gleich den Kopf von Hals. Informiere dich über die Weiner. Ich habe mich über Weiner informiert. Lass die Weiner in der Kanalisation zurück und berichte. Okay, gut. Also Weiner sind schwer krank. Oh ja. Oh ja. Gebt mir mehr Macht. Mehr Runen. Ich höre noch mehr. Wo sind die andere? Oh, oh, ihr Fiesen. Wolltet ihr die echt da hinten vor mir verstecken? Nee, 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 so nicht. Ich bin ja nicht taub. Sehr gut. Rune hinzugefügt. Können wir uns was Neues leisten? Oh ja, wir können uns was Neues leisten. Kann ich die Nachtsichtreichweite erhöhen? Das wäre super, weil ich finde, die ist arschkurz. Erhöht es, erlaubt es in den Dunkeln, bla bla bla, versuche solche, macht auch nützliche Gegenstände, bla bla bla, sichtbar. Gegenstände, Materialien, liegt man durch Wände hindurch. Ja, na gut, okay. Langsam heilen, Zeit verlangsamen, Ratten beschwören, Windstoß, Zeit verlangsamen. Das könnte auch cool sein. Oder ich spare noch auf eine bessere Beherrschung. Da brauche ich nur noch eine Rune, dann kann ich Menschen beherrschen. Das wäre nicht schlecht. Ich glaube, das machen wir. Ja, ich spare noch eine Rune. Uralte Notiz. Es tut mir leid, aber ich werde bei unserem nächsten Treffen nicht anwesend sein können. Oder bei irgendeinem zukünftigen Treffen. Was hier passiert ist, war unnatürlich und falsch. Mir wird übel, wenn ich auch nur daran zu erinnern versuche. Blablabla. Ich habe die Ereignisse unserer Arbeit hier für sie zurückgelassen. Aber ich vermute, die Ratten werden alles zerfressen, bevor sie zurückgekehrt sind. Leben Sie wohl. Die Ergebnisse, nicht die Ereignisse. Ja, braucht ihr nicht übel werden. Ich habe mir das einfach genommen. Ich kann es verkraften. Okay, hier ist nichts. Aber der Wind trägt äußerst seltsame Geräusche hierher. Durch die zugige Kanalisation. Ich glaube, es ist ganz gut, die Weiner gleich zu verbrennen. Das vermindert das Ansteckungsrisiko. Okay, machen wir die Tür zu. Und ich würde euch empfehlen, vernagelt sie. Vernagelt sie gut. Betoniert sie am besten ein. Ich krabbel wieder nach oben. Hey du, dich kenne ich.
Ja, ich würde auch solche Geräusche machen, wenn ich irgendwo in einem Glitch feststecke. Höchstwahrscheinlich. Wer bist du? Oh, das ist traurig. Sie sind unten gewesen? Ja. Ich dachte, ich hätte vorhin einen Weiner gehört. Sie sind der tapferste Mann, den ich kenne. Tja, nimm dir ein Beispiel. Martin ist da. Er ist jetzt bei Admiral Havelock. Sie wollen sie sprechen. Du klingst so unglaublich traurig. Staub hier, Staub dort. Die ganze Welt scheint staubig zu sein. Ja. Es sind Leute wie sie, die diese Stadt ausmachen. Okay. Ich glaube, wir sollten darauf achten, dass es ihr gut geht. Nee, ich glaube, wir sollten erstmal hinterhergehen. Und zum Admiral. Hallo, lieber Admiral. Ist schon wieder am Saufen, ey. Den ganzen Sie Tag. Sie erinnern sich doch an Martin. Er war einst ein Aufseher und ist vielleicht bald wieder einer. Ich schulde Ihnen Dank für meine Rettung. Genau. Sie haben uns neue Hoffnung gebracht, Corvo. Wir haben, was wir aus Campbells Tagebuch brauchten, geschafft. Wir kennen Emily Caldwins Aufenthaltsort. Die Golden Cat ausgerechnet. Ein Badehaus für Edelleute. Nicht viel besser als ein verfluchtes Bordell. Doch es gibt ein Problem. Scheinbar stehen uns Pendletons Angehörige im Weg. Die Zwillinge Morgan und Custis. Sie halten nicht nur Emily gefangen, sondern stellen die zwei Stimmen im Parlament, die wir so dringend brauchen. Ja, die Pendletons müssen sterben. Aber viel wichtiger, Emily muss sicher hierher gebracht werden, damit wir sie beschützen können, bis der Lord Regent und seine Anhänger Geschichte sind. Pendleton wartet am Anleger. Er will Ihnen die Mission persönlich erklären. Ist wohl am besten so. Er fragt sich, was richtiger ist. Das Mist oder die Zinn. Na, ich finde geil, wie man die Leute hier stalken kann. Er hatte immer den höchsten Posten des Ordens vor Augen. Das heißt, er ist eigentlich ein... Warum ist er dann so ein Rebell? Es gibt nur wenige, die den Mut haben, dem Outsider ins Gesicht zu lachen. Die Monarchen ist einer davon. Okay. Und du bist hier unser adliger Säufer, wa? Ah, okay, ich soll zu Samuel, Mission kann starten. Auf ein Wort. Na, nee, ich würde dir, also am liebsten würde ich dir eine Flasche in den Hals drücken. Und dich dann irgendwo in die Ecke legen, bis die Flasche leer gegluckert ist und dann müssen wir uns nicht mehr unterhalten. Und das soll keine Gefälligkeit werden. Corvo, ich wollte selbst mit Ihnen sprechen. Ich beauftrage Sie, meine älteren Brüder Morgan und Custis zu töten. Abscheuliche Kerle. Wie Sie vielleicht schon gehört haben, grausam, ohne Gleichen. Du bist so ein schleimiger Außerdem Typ. Außerdem sind meine Brüder Verbündete des Lordregenten. Und solange sie im Parlament sind, fehlen uns die nötigen Stimmen, um den Lordregenten an der Festigung seiner Macht zu hindern. Sie sind heute bekannt dafür, mit seiner Billigung andere um ihren Reichtum zu bringen. Kurz gesagt, nicht jede Familie, die ausgewiesen und unter Quarantäne gestellt wurde, leidet tatsächlich an der Seuche. Ich habe meine Brüder ausdrücklich gewarnt. Wirklich. Aber sie hörten nicht auf mich. Sie sind heute Abend in der Golden Cat, wie üblich. Geschützt durch die Stadtwache. Also keine leichte Mission. Nun gehen Sie, bevor ich es mir anders überlege. Willst du mir drohen? Willst du das wirklich? Sklavenhandel. Bereit, seine eigene Familie zu verkaufen. Für Macht und Einfluss. Wahrscheinlich ist er auch schon immer neidisch gewesen auf seine Brüder, weil die es anscheinend geschafft haben und er hier in diesem Pub rumhängt. Weißt du was, Samuel? Lass uns das einfach schnell hinter uns Alles bringen. Alles in Ordnung, Meister Corvo? Ja, nee, irgendwas stimmt hier nicht. Irgendwas stimmt hier überhaupt nicht. Ich bringe Sie zur Golden Cat, wenn Sie soweit sind. Ich habe Lord Pendleton oft genug dahin gebracht. Nette Anspielung. Komm, setzen wir die Maske auf. Es wird Zeit. Für ein bisschen Action. Muhaha. Das Haus der Freuden. Die Kaisertreuen glauben, dass Emily in der Golden Cat von den Pendleton-Brüdern gefangen gehalten wird. Zwei korrupte Aristokraten. Aristokraten, so rum heißt es.
Diese Männer sind Lord Pendletons verhassten ältere Brüder, Zwillinge und loyale Anhänger des tyrannischen Lord-Regenten. Finde Emily in der Golden Cat und eliminiere Lord Custis und Lord Morgan Pendleton. Na gut. Ich werde sie so nah wie möglich bei der Golden Cat absetzen, Corpo. Den restlichen Weg müssen sie alleine zurücklegen. Ja, ich verstehe schon, Stadtwachen sind überall. Der Eingang ist in der Nähe vom Holger Square. Das Wichtigste ist, dass die kleine Emily die Brücke gesund und munter nach Hause kommt. Die Pendletons sind da drin, also werden auch Wachen vor Ort sein. Slackjaw kann ihnen vielleicht dabei behilflich sein, die Cat zu betreten. Wenn er sie nicht vorher tötet. Das ist sein Gebiet. Er und seine Bottle Street Gang verschanzen sich in der alten Dunwall Whisky Fabrik. Dort verkaufen sie Elixier, das vor der Seuche schützt. Ich bleibe hier, aber halte Ausschau nach ihnen und der Kleinen, die sie zurückbringen. Viel Erfolg. Ich weiß, dass Emily ihnen viel bedeuten muss. Passen Sie auf, wenn Sie die Straße entlang gehen. Ein anderer Flussschiffer erzählte mir gestern, dass auf dem Clavering Boulevard jetzt einer dieser Wachtürme steht. Der Lord Regent scheint nervös, seit sie Campbell ausgeschaltet haben. Okay, Wachtürme, was für ein Wachturm? Ich sagte ja schon. Suchen Sie jemanden, der die Stadt gut kennt, insbesondere die windigeren Gebiete. Sollten Sie Slackjaw aufsuchen. Aber passen Sie auf sich auf. Ich glaube, Slackjaw wird mich nicht mögen. Ich habe seine verdammte Distillerie vergiftet. Er muss ja nicht wissen, dass ich das war. Das könnte irgendwer gewesen sein. Irgendwer, der einfach mal super awesome ist und machen kann, was er will. Also so jemand wie ich. Oh, was haben wir hier? Chaos-Faktor. Genau das, was ich gesagt hatte. Deine Handlungen beeinflussen, was in der Stadt passiert. Hinterlässt du eine Spur des Todes, tauchen mehr Ratten und Weine auf. Deine Verbündeten verhalten sich anders und das Ende ist düsterer. Ja, ich glaube, ich habe hier einen Stein ins Rollen gebracht, der uns ein sehr, sehr düsteres Ende bringen wird. Wisst ihr was? Ich zieh's durch. What the fucking Fuckfuckerei ist das denn? Wo wollen die da überhaupt hin? Ich liebe es, wenn Spieler einem auf diese Weise beibringen. Pass auf, Junge, das da, das ist böse. Das bringt dich um. Oh oh. Mit wem hat er geredet? Der hat doch gerade noch mit jemandem gesprochen. Beherrschen können wir nicht. Warum geht das nicht? Verdammt! Bleib gefälligst liegen, Junge! Alter Schwede. Ich wollte ihn doch nur... Ich wollte doch hier mit diesem Move, ich wollte ihn doch erwürgen. Das war doch jetzt der Plan. Wieso ging das nicht? Stand ich nicht direkt hinter ihm? Ist er auf mich aufmerksam geworden? Scheiße. Fängt ja schon wieder super an. Wisst ihr was? Ich gehe jetzt voll auf Chaos. Meine Güte. Oder mache ich das? Oder mache ich... Ich versuche ein Mittelding. Komm. Der goldene Pfad der Mitte ist der beste. Das hat auch schon Buddha gesagt. Und Buddha weiß, was richtig ist. Ja, die goldene Mitte. Nein, eigentlich raten einem immer alle zur goldenen Mitte. Schon Aristoteles. War das Aristoteles? Keine Ahnung. Irgend so ein Grieche. Es lässt sich nun mal, ja, bei meinem Spielstil nicht verhindern, da Leute umzubringen. Ich glaube, mit diesem Stil bin ich nicht alleine. Es ist immer echt nicht leicht, ungesehen sich durch die Gegend zu sneaken und jeden mit Wattebällchen zu bewerfen. Und vor allem, dieses Spiel gibt einem auch alles Mögliche. Normale Bolzen, Brandbolzen, Schredderminen, perverse Schredderminen, die deine Gegner zerhacken, von denen wir noch keine ausprobiert haben, was wir wahrscheinlich doch... Was wir tun werden. Ich werde mal einen Trick probieren. Ich werde mal eine... wenn ich jemanden den Kopf abhacke, werde ich den mal mitnehmen. Dann werde ich eine Schreddermine drauflegen. Und sobald jemand kommt, schmeiße ich ihm das Ding in die Ohren. Von einem Schredderkopf gekillt, gewissermaßen. Naja, Springminen heißen sie, nicht Schredderminen. Anyway, ich hoffe, es hat dir gefallen. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis es soweit ist, sage ich. Ich bin der Baume. Auf Wiederschauen und reingehauen. Cheerio.